Hi Leute, ich wollte mal ein kleines Video heute zu machen bezüglich Vitamin B12 und ja, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, was die Leute immer meinen, dass man dies aufnehmen müsste, das aufnehmen müsste. Und ja, man muss sich, denke ich, mal ein paar Fragen stellen. Zum einen muss man sich mal klar machen, dass die Vitaminwerte sind erstmal in jedem Land anders. Das ist erstmal komplett verschieden. In einem Land habe ich vielleicht einen Mangel an dem Vitamin, in einem anderen Land vielleicht nicht. Und ja, das ist schon mal der eine Punkt. Und dann der zweite Punkt ist einfach, an was für eine Gesellschaft wurden denn diese Vitaminwerte und alles Mögliche aufgestellt? Die wurden an einer aus meiner Sicht jetzt völlig kranken Gesellschaft aufgestellt. Die wurden nicht an gesunden Körpern aufgestellt. Und ja, das ist halt einfach mal ein Punkt. Wer sagt denn überhaupt, dass diese Vitaminwerte, so wie sie dann sind, dass der Mensch dann gesund ist, dass es optimal wäre? Und dann der nächste Punkt ist halt einfach, dass ja in unterschiedlichen Phasen vom Zuständen, je nachdem, wenn der Mensch sich in Heilungsprozessen gerade befindet, dann schwanken die Vitaminwerte und so weiter auch alles. Und wie die da in bestimmten Heilungsphasen sind, ja, weiß keiner so genau, oder sein sollten. Und ich denke, der Körper weiß schon ganz genau, was er macht. Und ja, die Ärzte, der Ansatz von der Schulmedizin, den finde ich an sich halt schon falsch. Also die Ärzte wollen ja, die streiten der Krankheit ja völlig den Sinn ab. Ich denke immer, eine Krankheit hat einfach Sinn. Eine Krankheit ist eine letzte Regung vom Körper, um den Körper noch zu heilen. Und ja, wenn man halt einfach nur die Medizin wieder einfach immer nur weg haben. Wieso ist es denn da? Alles, was da ist, hat auch Sinn. Alles, was Form und Inhalt hat, hat Sinn. Und die Medizin will es ja einfach nur weg haben. Das ist immer nur eine Wegschiebung des Problems, wenn ich ja, bei Impfungen zum Beispiel, vorher, schon bevor es entsteht, schnell impfen. Durch die ganzen Impfungen entstehen ja dann die ganzen Autoimmunerkrankungen später, wenn man zu viel Impfungen einfach diese 4-fach, 6-fach, 8-fach Impfungen als kleines Kind bekommt. Und ja, ich denke einfach, dass alles ein. Im Moment sind die im menschlichen Körper einfach ziemlich vergiftet. Es gibt einfach nur eine Krankheit und eine Gesundheit. Wieso soll es denn 1000 Krankheiten geben, wenn es eine Gesundheit gibt? Ich glaube einfach, dass ein normaler Mensch nicht gesund ist. Warum werden denn auch Leute krank, die perfekte Vitaminwerte haben und werden trotzdem krank? Anscheinend kann es ja nicht so stimmen. Und dann genauso B12 zum Beispiel. B12, ich bin jetzt seit 5 Jahren, ja, im November dieses Jahres wäre ich seit 5 Jahren vegan und ich habe 2012, da war ich 1,5 Jahre oder so veganer, da habe ich B12 mal messen lassen. Da war ich auch das letzte Mal beim Arzt und Februar 2012 war das und da hatte ich einen B12-Wert von 146 Blutserumwert und was eigentlich schon drunter ist, der normale Wert sollte zwischen 200 und 1000 sein. Und ja, wenn man sich. Ja, ich war seitdem nicht mehr beim Arzt, also der wird jetzt keine Ahnung, wo er liegt, ist mir auch wurscht. Ich war jetzt seit 4 Jahren nicht mehr krank, keine einzige Sache, auch kein Schnupfen mehr oder irgendwas im Winter. Und wenn ich mich gut fühle, ich lasse mir da jetzt nicht von irgendjemandem irgendeinen Mangel einreden. Und Mangel ist ja immer eine Definitionssache. In einem anderen Land wäre es dann schon wieder kein Mangel mehr. Und ich habe mir auch mal Studien zu B12 zum Beispiel durchgelesen. Jill Langley gibt es ein Buch über vegane Ernährung. Und die hat zum Beispiel, das sind verschiedene Studien, sind glaube ich über 30 Studien,
Und bei, was weiß ich, das waren immer nur kleine Personengruppen, 13 Rohköstler oder so, die hatten auch nach 20 Jahren keinen B12-Mangel, keine äußeren Symptome eines Mangels. Die hatten einfach nur der Wert, meistens pendelt er sich niedriger ein, um die 100. Und der bleibt aber dann auch und die haben keinerlei Mangelsymptome. Das ist dann, ja, vielleicht ist es auch nur vorübergehend und viele haben dann trotzdem auch nach 20 Jahren dann wieder einen B12-Wert, der wieder im Rahmen ist. Der Körper weiß schon, was er macht. Man sollte ein bisschen mehr Vertrauen haben. Und sobald man natürlich rohe Sachen isst, dann kriegt man nach einer Zeit automatisch das Verlangen nach dem Richtigen, was man gerade mag und was der Körper gerade braucht oder was er gerade die Muster sich holen will. Und ich denke, da sollte man sich einfach nicht so viel Sorgen machen lassen. Und ja, und ich denke auch einfach, wenn man auf einem Weg ist oder auf eine gesündere, immer wenn man auf eine gesündere Ernährung umstellt, dann wird man erstmal Heilkrisen haben, wo gewisse Krankheiten, die man vorher hatte, in einem kleineren Rahmen nochmal auftreten werden, je nachdem, wie heftig der Körper halt vorher vergiftet war. Darum nimmt man eigentlich auch bei jeder Ernährungsumstellung zum Besseren hin erstmal ab. Die ganzen Gifte, die in den Fettzellen eingelagert wurden, die gehen dann. Kann der Körper dann wieder ausscheiden und ja. Und wenn man dann sagt, immer auch mit Früchten nicht vertragen oder dies oder das nicht vertragen, ist einfach, weil der Körper noch zu vergiftet ist. Und wenn man dann zu viel Früchte isst, die Früchte stimulieren halt, dass alles einfach rausgeht und dann kann es halt sein, dass einfach zu viel auf einmal rausgeht und dann geht das Ganze wieder im Blutkreislauf und die ganzen Gifte sind wieder im Körper und dann kommt es halt zu extremeren Heilkrisen, wo die Krankheit halt dann durch die gesunde Ernährung wird man erstmal vorübergehend krank. Und ja, danach ist man aber dann wieder auf einem wesentlich höheren Level, hat wesentlich mehr Energie. Und ja, während Heilungsphasen kann es halt mal sein, nimmt man, sieht man total scheiße aus, aber man fühlt sich sogar meistens besser, auch wenn man fastet. Leute schauen sich an, du bist einfach Labbadür abgemagert und. Ja, aber das geht danach automatisch wieder drauf, obwohl man nichts an der Ernährung ändert. Bei mir bei der Rohkostumstellung war es genauso. Am Anfang komplett abgenommen und dann geht es halt wieder automatisch drauf. Und ja, sobald der Körper wieder das gewisse Level an Gesundheit jetzt sich dann erhalten hat, dann bleibt es halt auch. Und und ich meine, wir haben uns halt jetzt seit Generation schon ziemlich ungesund ernährt. Und nicht nur ungesund ernährt, die ganzen Umweltgifte, die ganzen konzentrierten Sachen. Ich meine, es ist ja nicht nur Ernährung, die Luft ist so schlecht. Ich meine, wenn man in der Stadt wohnt, du hast immer die Abgas von den Autos. Ja, du hast so viele schlechte Einflüsse. Ich würde mir auch nichts mehr auf die Haut schmieren, was ich nicht essen würde. Sonnencreme oder sowas benutze ich nicht mehr. Oder auch andere Sachen. Wenn ich was. Normalerweise der Körper regelt das alles selber. Wenn ich mal trockene Stellen habe, auf der Haut oder so, dann ist es auch nur akut oder so und dann nehme ich vielleicht mal Kokosöl oder so, aber das würde ich auch essen, Rohkostqualität dann. Ich schmier mir nichts mehr auf die Haut, einfach, dass ich nicht auch essen würde. Und ja, genauso sollte man halt bei Pensionen und dem ganzen Zeug aufpassen oder was man nimmt. Einfach, ja, für die Haare nehme ich zum Beispiel jetzt einfach marokkanische Tonerde, Mineralerde, weiß nicht, wie es genau heißt. Ja, funktioniert super. Und genauso sollte man sich dann mal fragen, wenn man die und die Vitamine zu sich nehmen sollte, so und so viel am Tag, wie ist dann zu erklären, zum Beispiel, dass manche Völker früher, man sagt ja auch, ja, manche Völker hätten nur als Monokost von Bananen gelebt, andere wieder nur von Kokosnüssen und ja, dann nachgewiesen Studien hat man auch gemacht mit Wüstenvölkern, die nur von Datteln und Kamelmilch gelebt haben. Datteln und Kamelmilch, ja, ist anscheinend dann die optimale Vitaminzusammensetzung. Andere Völker, die Eskimos, haben wieder nur von Fleisch, nur von tierischen Produkten oder die Maasai gelebt. Anscheinend gibt es halt noch andere Sachen, die einen nähren und nicht nähren. Und ja, anscheinend läuft es noch anders ab. Und ich würde da eher mal auf die Lebendigkeit im Essen achten.
umso frischer, umso besser, umso natürlicher, umso mehr du nach den Naturgesetzen lebst, umso glücklicher bist du, umso besser geht es deinem Körper, umso besser. Das ist alles einfach. Und man soll einfach immer wieder einen Schritt zurück zur Natur gehen. Dann klären sich einige Dinge und die Schmerzen verschwinden nach einer Zeit. Du hast eine unglaubliche Ausdauer, du kannst dich den ganzen Tag so viel bewegen, wie du willst. Und ja, das ist einfach ein geiles Gefühl, sonst würde ich nicht nur den ganzen Tag Früchte essen. Wenn es so scheiße wäre, dann würde ich es nicht machen. Und wenn es nicht schmecken würde, würde ich es auch nicht machen. Man muss einfach nur mal wieder von den alten Sachen wegkommen. Und ja, und dann entwickelt man auch wieder einen ganz anderen Geschmack, auch durchs Fasten. Das wollte ich heute mal so loswerden. Hinterlasst einen Kommentar unter dem Video, was euch so interessiert, wie ihr das so handhabt, wie wissenschaftsvitamingläubig ihr dann auch seid oder ob ihr euch da Angst machen lasst oder ja. Also macht's gut. Ciao.